Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge. Und zwar ist das die Folge 221. Ja, morgen schreiben wir eine Schnapszahl. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Hier in die Jump'n'Run-Schule. So im Wahlkaisischen haben wir so ein. So, haben wir ein bisschen Erde eingesammelt. Hier geht's jetzt weiter. Jetzt müssen wir uns ein bisschen mehr in den Berg einarbeiten. Noch irgendwo was? Nein. So, kommt da Cobblestone hin? So, so. Müssen wir dann hier so hoch gehen? So. Ein sehr gruseliges Lied kommt jetzt gerade. Ja, ich habe immer noch nicht die Höhen-Playlist von der normalen Playlist getrennt. Da bin ich noch nicht dazu gekommen. So, hier geht es jetzt nach oben. Die Spannung steigt. Hier kommen wir ja schon raus. Bin mal gespannt, wo wir hier oben rauskommen. Naja. Schaut gut aus. So, guck mal, hier oben drauf steht eine Fackel. Ich hätte gedacht, dass wir anders hier hochkommen. Aber da haben sich wohl unsere Gedanken geirrt. Warum kann ich die Fackel nicht aufnehmen? Hä? Ich hätte die doch mal aufgesammelt. So. Auch sehr komisch.
Stimmt, hier können wir einen reingehen. Da hat man hier zwei Felder, wo man wieder was beschleunigen kann. Hier erstmal genau. Wir kriegen sogar Kies. So. So. Das war jetzt eigentlich sinnlos. Da müsste man hier das so hinpacken. So. Und nochmal. Jetzt hat es einen Sinn. Aber ich weiß nicht, wie wir das hier jetzt machen. Ja. Was sollte das jetzt? Jetzt sind wir ja wieder vor einem großen. Ja, aber sind wir schon gut hochgekommen hier, ne? Sind wir schon gut hochgekommen? Naja, fast. Hier kommen wir raus. Hier hoch. Hier hoch. Jetzt müssen wir hier hoch. Ich bin schon fast der Überlegung, da so einen kleinen Tunnel zu machen. Weil hier ist dann. Ja. Ich gehe mal hier hoch. Auf welcher Höhe sind wir jetzt hier? Auf der. Das ist welche Höhe? Die hier. 79. Kann mich ja mal versuchen, hier runter zu buddeln. Auf 79. Passt. Haben wir wieder ein schönes Lied, wenn wir nach unten laufen. Irgendein Lied aus meiner Playlist habe ich auch letztens im Radio gehört. Das war sehr mysteriös. Don't get away this time. Dann können wir nämlich gleich raus. Ja, das passt. Das passt. Das passt. Hier müssen wir aber auch noch dazu sagen. Genau, dass das hier noch ein oder sogar zwei runter muss.
Muss mal den Kies hier wegschaufeln. Und es wird wieder dunkel. Merke ich, dass hier die Steine langsam violett werden. Hui! Ich sollte das nicht so oft machen. Ich habe ja auch keine Rüstung an, ne? Ja, so, so. Wir sind gerade hier dabei. Sind doch gut im Laufen. Läuft ja gut. War sogar Nacht. Sehen meine an. Kann mir noch schön was Werbungsmäßiges reinmeißeln. So. Don't get away this time. Können wir auch gleich Treppen aus dem Zeug hier machen. Oder mal hier unten oder beim Baum, der mir gefällt. Wenn das Holz nicht despawned ist, was ich aber stark vermute, dass es despawned ist. Können wir uns eine Werkbank machen. Mensch, 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 Mensch. Haben wir denn hier irgendwo noch eine Grimmskrams-Truhe? Ich vermute es nicht. Aber hier hinten ist, glaube ich, noch ein bisschen Holz drin. Ja, 30. Hab gerade schon gedacht. Okay, ja. Wir müssen es auch mitnehmen. Es nützt nichts. So. Eine Werkbank. Ah. So. Oh, das Lied habe ich noch nicht gehört. Ist wahrscheinlich ein neues, oder? Ja, ist ein neues. Nennt sich Anthony T oder Anthony T. Wird buchstabiert mit E-T-E-R-N-I-T-Y. Wem es interessiert. Von Kevin McLeod. So. Stellen wir denn die schöne Werkbank mal hin. Ich habe so eine Vermutung, dass die hier gut hinpasst. Hätte uns eigentlich gleich in Truhe machen können, na egal. So. Stein. Das beste Material. Für sowas. Für diesen Streckenabschnitt zumindest. Ich glaube, die Schweine werden dann eher gebremst. Aber da können sie dann frohen Mutes ohne einen Fehler um die Kurve. Hier war noch Stein. Ach. Your inventory is full. Das sagt sogar meine Chat. Der Chat ist schlau. Jetzt
komme ich hier nicht hoch. Was ist das? Granit. So brauche ich den Granit. Jetzt habe ich natürlich wieder aufgesammelt. Na gut. Der Stein ist bestimmt gerade despawned. Nehme ich zumindest an. So. Ist alles wieder auf einer Höhe. Wir haben einen Stein, den ich aufnehmen können. Jetzt haben wir ihn aufgenommen. Super. 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 Der Franzose jetzt sagen. Ich bin auch noch gar nicht auf das Fußballspiel eingegangen am Samstag. Spitzenklasse, was unsere Mannschaft da geleistet hat. Da würde ich das jetzt nicht sagen. Aber sie haben gewonnen. Vielleicht war das jetzt für einen anderen ein kleiner Spoiler. Weil ich glaube, viele haben sich das auch aufgenommen, weil sie da zu dem Zeitpunkt gerade auf Arbeit sind oder egal. Jedenfalls ist am heutigen Zeitpunkt der Aufnahme 16. Ich stehe am 3. Juli auf. Bin noch gar nicht müde. Es ist 20 Uhr. So. Spielt Island gegen Irland. Und zwar fängt es in einer Stunde an. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was schaffen. Bleib hier. So. Na, mal sehen. Wie wir das hier bauen. Ja, die Form der Schweinsstrecke, die wird bestimmt auch ein großer Erfolg. Sie wurde noch nicht angenommen, weil sie eben noch nicht fertig ist. Und dieses ist auch als Nachtstrecke ausgelegt, deswegen ordentliche Beleuchtung muss sie schon haben. Ich glaube, wir haben aber die Funktion hier schon über diese Game Rule. Game Rule. Es sind ja ganz viele aufgelistet, die Standard sind. Und zwar ist das einmal. Du Mob Spawning, das ist aus an der Stelle, wo wir das machen. Und der Du Daylight Circle ist auf ausgestellt, das heißt, die Zeit bleibt an dem Zeitpunkt stehen, wo es ist. Und das ist in dem Zeit. Nee. Du Daylight Circle. Was ist das? Day. L. Also, Du. Day L Light Circle, was ist das denn? Nie gehört. Okay. Wollen wir uns daran nicht aufhalten? Wir haben uns die Kohle aufgesammelt, ne? Ist gut.
Ist gut. Ich sehe mich gerade, 20 Minuten haben wir schon die Folge rausgezögert. Ich will mir jetzt nochmal anschauen. Können Sie es ja auch mal von oben anschauen, oder? Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Na dann, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.